Hallo und herzlich willkommen bei elektrischunterwegs.com, eurem kleinen Blog zum Thema Elektromobilität. Heute wird ein interessanter Tag. Parkhotel nach Moers, denn dort ist heute Nachmittag Zieleinlauf des eCannonballs 2020. Das ist eine Elektroauto Rallye im Rahmen der Straßenverkehrsordnung, wo dann so gegen 16 Uhr, denke ich, nachher dann die ersten Fahrzeuge eintreffen werden und das werde ich dann so ein bisschen begleiten. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. Ich stehe hier gerade mit dem Stefan. Er ist das erste Fahrzeug, was hier in Moers am Hotel van der Valk beim eCannonball angekommen ist. Interessanterweise ist es ein Ioniq der ersten Generation. Sprich, ein 28 Kilowattstunden Akku kann halbwegs schnell laden. Was hast du dir jetzt für eine Strategie überlegt, dass du in knapp 8 1/4 Stunden dann jetzt hier angekommen bist? Also wie gesagt, mein Beifahrer und ich, wir haben uns, Strategie verraten wir nicht ganz so, aber wir haben natürlich geschaut, dass wir an die Lader kommen, die frei sind, und damit wir keine Wartezeit haben. Das hat es ganz gut aufgegangen. Wir hatten am Anfang wahnsinnig viel Regen, das war nicht so cool. Da muss man mal hinterm LKW mal kurz herfahren, hatten dann auch Turtle-Modus bis zum ersten Lader. Aber danach war frei warten. Also jeder Lader war frei, wir hatten immer volle Leistung, mussten nicht irgendwie einen Triple-Chargern. Bis kurz vor Ende, da musste ich mal ein bisschen runter noch, aber sonst keine Staus, alles gut umfahren. Welche Sonderaufgaben musstest du jetzt machen? Wir mussten unterwegs zu einer Euronics-Geschäftsstelle und dann ein Foto machen mit der Polaroid-Kamera und die abgeben. Ich habe aber gehört, dass die anderen aus den anderen Klassen andere Aufgaben hatten. Ja, es gab wohl noch einen Zwischenstopp bei Bad Harzburg, dass man dann irgendwie auf einen Wanderparkplatz fahren musste, 200 Meter in den Wald rennen und irgendwelche Stempel suchen. Und es mussten beide Teilnehmer mit in den Wald laufen. Hatten wir es ein bisschen besser. Nee, genau, es war ein bisschen hektisch da dort, weil ich konnte nicht weiter, von da stand dieser Ampera. Ich habe dich live im Stream gesehen, du warst die Nummer 2 in Einbeck. Genau, da haben wir überholt und jetzt überwundert, wie gut der Ampera ist eigentlich. Der war jetzt immer knapp hinter uns, der müsste auch jeden Moment hier sein. Ja, der hat sich gerade verfahren. Ah, okay, das ist ziemlich heftig hier, da in den ganzen Baustellen und Ausfahrten. Wie viele Stops habt ihr gemacht? Ladestops 4. Und dann nochmal bei Euronix die Zwangspause. Genau. Ja, cool. Ich habe mir mal zwischen den Stops neu resettet, deswegen weiß ich es gar nicht. Ich war immer so zwischen 12 und 14. Also relativ effizient. Ich habe jetzt auch noch 40 Kilometer drin, also ich hätte sogar noch ein bisschen. Aber das war jetzt einfach, weil hier eine Vollsperrung ist in der A40, deswegen haben wir ein bisschen Reserve lassen, damit wir zur Not noch über die A3 runden und mal ausweichen hätten können, aber hat jetzt gereicht. Da komme ich morgen wenigstens wieder weg. Alles klar. Super. Vielen Dank. Cooler ist Honda oder Mini? Also, aus meiner Sicht der Honda schon. Also designtechnisch ist sicherlich der Mini noch ein bisschen anders. Oder, was heißt denn, ein bisschen anders, aber besser. Meinetwegen, ich hätte am Honda eh noch einiges zu verändern. Zum Beispiel die Ladeklappe vorne, die müsste runter. Der Akku müsste größer und etwas effizienter werden. Ja, aber das ist doch das gleiche im Mini auch. Aber ansonsten inne finde ich es absolut genial. Also da für mich dahingehend der Honda würde ich auch nur gebraucht kaufen für die Hälfte vom Neupreis so gesehen. Ich würde den Mini nehmen. Tatsächlich, weil außen das schönere Design noch für mich hat. Obwohl ich die neuen Minis nicht schön finde, ich liebe die alten Minis. Aber innen hat er so Schalter, aber so richtige Schalter, nicht irgendwie einen Knopf, sondern einen Schalter. Einen richtigen Klick-Klack-Schalter. Geil. Wie viel Vorbereitung hattet ihr jetzt für eure Aktion? Ich hatte gehört, ihr seid 18 Kilometer den Mini gefahren, bevor ihr losgefahren seid. Also nur Erik ist in 18 Kilometer gefahren. Genau. Vielleicht waren es auch 19. Okay, das muss unser Geheimnis bleiben. Ja, er streamt gerade, also von daher. Das war unsere Vorbereitung. Wir haben das Fahrzeug abgeholt. Ich habe es zum Start gefahren und dann haben wir so noch ein bisschen im Internet rumgefragt und haben so ein paar Eindrücke gekriegt und hieß dann, ja, hier und dort und ja, wenn du irgendwie 220 Kilometer zwischen Ladesäulen hast, dann ballern.
Okay. Also ich bin das Ding ja Probe gefahren, ich fahre selber ein 94er i3 und ist schon ein geiles Auto. Ja. Also, wie weit seid ihr jetzt gekommen, so zwischen den Stopps ungefähr? 160 Kilometer war schon. 160 war knapp, ja. Einer knapp. Dann seid ihr aber auch 120, 130 durchgefahren? Ja, teilweise. Ja. Ja. Manchmal sogar ein bisschen schneller, da wo es ging. Ja, also 140 war, glaube ich, unser höchstes. Ja, da war es maßregelig. Also lief schon ganz gut. Und wie häufig habt ihr geladen? Viermal. Ja. Irgendwelche Probleme gehabt oder lief alles? Beim ersten in Rüthen, da haben wir halt... Nee, beim zweiten, das war der zweite. Also zweiten, in Allego-Säulen da hier. Diese 320 Kilowatt-Dinger oder was? Nee, die waren 150 oder 170. Aber diese mit dem Loch oben drin? Ja, genau. Ah, die sind ja auch schrecklich. Ja. Wenn man da als zweites schon mal rankommt, kann man ja nicht laden und geht da nur ein Auto irgendwie. Und dann ist ein Ioniq weggefahren und die Säule ging nicht mehr mitladen, die wollte nichts mehr. Die hat dann auch ein ID3 nicht mehr losgelassen. Ja, ja. Da hat man auch dann wieder für uns eine neue Erfahrung, wo es die Notentkopplung beim ID3 hat dann auch unser Chat dann mitgeholfen. Genau. Danke, Chat, das war super. Ihr habt der Dame und dem Herrn sehr geholfen. Die Lösung war dann beim ID3, du musst, der hat auch so ein Fach hinten, wo du aufmachen kannst, aber du musst erst das Auto oder dieses Fach erst wirklich kaputt machen, so gesehen. Das ist jetzt nicht so, dass du da einen Hebel beiseite machst und dann schön aufklappen kannst. Nee, du machst dann dein Auto erstmal schön kaputt. Ja. Super. So machst du meines, ne? Aber dann ist zumindest Elektromobilität außerhalb von Tesla doch noch ein bisschen Abenteuer. Ja, auf jeden Fall. Also wegen der Ladeinfrastruktur. Ja. Ansonsten, die Autos sind ja alle schön in dem Sinne. Man kann gut fahren damit. Das passt ja eigentlich alles, wenn das Ladenetz so wie bei Tesla wäre. Null Probleme. Dann könntest du auch wesentlich mehr Leute davon überzeugen, das schneller umzusetzen, so gesehen. Aber ja, das ist eben nicht so. Deswegen hätten wir uns auch das Wochenende gewünscht, wo eben alles frei gewesen wäre. Ja, Supercharger, geil! Wo Supercharger, alle hätten verladen können. Und das wäre die perfekte Erfahrung für alle mal gewesen. Aber ja, war leider zu spät. Ja, der Michael, der das ja über seinen Kanal dann publik gemacht hat, ist ja auch hier. Er war sehr fasziniert, als dann der Golf neben ihm an den Supercharger fuhr und dann einstöpselte und das ging. Ja, man braucht auch die Leute, die erstmal nicht Bescheid wissen, meinetwegen, und dann einfach mal probieren und dann zack. Ja. Super, bedanke ich mich, wünsche ich euch noch viel Spaß bei der Party und danke, dann... Danke. Es ist dunkel und sie tragen Sonnenbrillen. Die vorletzte, die war als 43 kW ausgeschrieben bei Lehmnet, war aber nur eine 22er. Ja. Und dann haben wir 20 Minuten liegen lassen, so ungefähr, mit Block ausprobieren und so. Dann und dann haben wir dann so weit geladen, dass wir die nächste gerade geschafft haben. Das war dann so Runderzug, ne? Da, wo der Runderzug spielt. Runder sind wir nicht. Also wir sind dann die letzten auf der 44. Zwei Stopps. Ach so, da habt ihr das Problem gehabt. Aber davor seid ihr dann jetzt halt oben rum. Also wir sind vom Fotoshooting, nenn ich es mal, sind wir über die Landstraße gefahren. Ja, genau. So genau, rum, ja. Das war auch das war gut, weil es total Spaß gemacht hat, da lang zu fahren. Ja. Und wie ist das Gefühl, als wahrscheinlicher Sieger der Experimentalfahrzeuge hier anzukommen? Verdient gewonnen. Ja. Ganz bescheiden. Verdient gewonnen. Wenn ich Sieger der Herzen, nein, und Sieger im Style. Ich habe echt nicht damit gerechnet. Ich habe gedacht, gegen die beiden Autos habe ich keine Chance. Also mein fettes Respekt gegen den Gott, also für Käfer. Also, der ist ja quasi Großserientechnik anders verpackt. Aber sonst gut durchgeholt. Zweimal 22. Nee, einmal Supercharger 43. Hier hin und rein, wie runter. Zwei 22 maximal.
Triple Charger. Das sind die, wo drei Dinger da drin sind. Das sind CCS, CCS, Chademo und dann geht der Typ 2 auch mit 43. Das wäre ja dann wie eine 63 Ampere CCE-Dose. Ja, ja, 63 Ampere. Über 22 wäre da Schluss bei dem. Wie lange habt ihr jetzt an dem Wagen gebaut? Ja, ich weiß gar nicht, wir haben den im Februar gekauft. Drei Monate. Und dann habe ich, ja, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau. Ich habe ja dann erst bei dem Wikinger dieses ATV gemacht. Und als das dann fertig war, ging das dann hier gleich weiter. Aber so genau muss man genau. Also roundabout ein halbes Jahr mit Pausen. Aber große Pausen, ja, ja, genau. Ja, plane Konto kriege ich auch nicht. Man sieht hier die Freude an. Verdient. Soweit die Videos vom eCannonball 2020. Ich muss jetzt leider weg, von daher kann ich das nicht noch länger begleiten. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einfach ein Like da. Vielleicht ein Abo, und wenn ihr ein Abo da lasst, irgendwo da ist das Abo-Glöckchen, weil sonst benachrichtigt YouTube euch nicht, wenn ich ein neues Video poste. Wenn ihr Bock habt, unten einfach einen Kommentar hinterlassen, und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.